Recht herzlich willkommen zur 228. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind kurz davor zu docken. Müssen jetzt mal gerade gucken, dass wir da hinkommen. Kerbin Station Expansion, war es das? Wir gehen da erstmal rein und hoffen, dass es das ist. Sonst ist das der zweite Teil der Geschichte. Dann haben wir keinen Sprit, aber da können wir auch umschalten, man. Ja, wir sind Annäherung 0,1 Meter die Sekunde, glaube ich, ne, oder? Das war der falsche Teil, alles klar. Aber der andere Teil muss ja jetzt hier gerade auch rumschweben. Da ist er. Meter davor. Da unten holen wir es uns gerade rein. Und da können die aussteigen. Nee, ich will aber jetzt nicht, dass die aussteigen. Ich möchte gerne die Steuerung von hier machen. Das war doch einfach Rechtsklick, oder? Ja, war es wohl doch nicht. Gehen wir über das Space Center wieder rein und dann nehmen wir dann die Kerbin-Station so. Kriegen wir aber auch noch hin. Bin ich fest von überzeugt. Nochmal hier rein und dann nochmal da. Die Kerbin-Station finden, nicht die Kerbin-Expansion. Die haben wir leider leer laufen lassen. Kerbin-Station. Wo ist denn die? Ortungsstation? Ne. Oder Orbitalstation, was war das gerade? Du, eine Ortungsstation? Ne. Okay. Da ist sie. Und hinein. So, da haben wir nämlich dann noch ein bisschen Treibstoff und können da noch was machen. So, wo ist der zweite Teil, bitteschön? Da. Das war unsere Ansicht auch ungefähr. Wir müssten jetzt mal gerade so ein bisschen drehen, glaube ich. Das ist natürlich die Frage, wo sind die Docking Ports und wo ist der beste Docking Port? Nee. Wir wollen jetzt ein bisschen schneller da dran, denke ich mal, oder? So. Bisschen tiefer noch. Nee, das war falsch rum. So, jetzt mal kurz einmal Schub und dann wieder zurück. Jetzt kriegen wir auch die Meterzahl schneller runter, ne? So. Müssen wir das ganze Ding nur einmal umdrehen. Und warten, bis es kommt, ne? 39, 38, 37, okay. Können wir ein bisschen vorspulen, denke ich mal gerade. So ein paar Meter näher rankommen, ne? So, jetzt ist das schon ziemlich nah. Jetzt würde ich sagen, wir geben einmal kurz Schub, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeit ausgleichen.
Jetzt drehen wir das Ding um. Jetzt ist die Frage, verbinden wir das auf der Länge? Oder gehen wir an diese Docking-Ports, die da sind? Gute Frage, ne? Eigentlich ziemlich egal. So sehen wir auf jeden Fall was. So, und jetzt müssten wir ja gucken, dass wir die Steuerung hier auf RCS umstellen. Und dann gucken, dass wir da anders steuern, aber so wie sich das gerade gestaltet, funktioniert das nicht. Ich habe das doch jetzt umgestellt. SAS mal aus. Oh, das war jetzt voll der Gimmick. Wieso funktioniert denn das noch, wenn ich doch das hier... Habe ich das... Ist da kein Dingens drin? Doch, ist da alles gut. Jetzt kann ich natürlich nicht umdrehen gerade mal, weil wir jetzt gerade... Staging Mode. Docking Modus. Ja, jetzt haben wir den Docking Modus. Haben wir denn keine Düsen da dran? Da sind die doch, oder? Klar. Ja, dann ist das gerade fehlgeschlagen in einer gewissen Form. Okay. Manövermode. Karte ein aus. Okay. Docking-Modus. Control Mode. Egal. Das bedeutet, wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt hier wieder den normalen Modus nehmen und das Gefährt umdrehen. Weil wir ja gerade so ein bisschen falsch driften, ne? Einmal stabilisieren wieder. So. Sollten ein bisschen Schub nach da geben. Wenn wir auf gar keinen Fall weiter wegfliegen. Soweit ist das schon mal gut. Das ist alles soweit hervorragend. Aber irgendwas passt jetzt hier mit dem Umschaltmanöver. Treibstoff habe ich jetzt total keinen Schimmer, wieso das nicht funktioniert. Thrust Limiter, RCS. Ist ein. Funktioniert aber gerade nicht. Tja, gute Frage, wie es geht, ne? Okay, dann müssen wir nochmal umdenken wohl. Shutdown Engine, das ist schon mal gut, damit wir da keinen Fehler mehr machen. Und jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir das hinkriegen. So, wir haben das hier an. Das ist eigentlich der, der uns dann den Saft gibt.
Aber irgendwie funktioniert das nicht. Die sind definitiv alle eingeschaltet. Das ist Disable, das ist Enabled. Tja. Control Point Default. Wenn wir das kontrollieren, haben wir. Fahrzeug umbenennen, Radiosteuerung ein, aus. Grubericht, das ist nix. Ja, ich bin jetzt total überfragt, warum das Gerät jetzt hier nicht möchte. Monopropellant, 0 von 30 Kilo. Ich glaube, da ist unser Problem, ne? Das haben wir irgendwann mal leer gemacht. Wegen dem leichteren Start. Und jetzt haben wir es nicht dabei. Jetzt haben wir den Fehler wohl gefunden. Okay. Ist aber jetzt nicht so wirklich so schlimm. Wir haben ja noch das große hier. Das machen wir erstmal wieder an. Sorry, aber warum geht das jetzt mit Schub los? Ja, das war aber ganz schlecht jetzt. Zack. Einmal bitte umdrehen. Okay. Tja. Dann sind wir einen Kilometer weg. So. So, jetzt fliegen wir wieder drauf zu. Geschwindigkeit nimmt zu. Also, er muss ja wegwandern, weil wir jetzt erst drauf zufliegen, ne? Ist das so richtig dann? Ja. So. Okay, jetzt nähern wir uns diesen Metern da. Können jetzt aber schon mal umdrehen, weil wir hohe Geschwindigkeit ja drauf zufliegen. Und kurz vorher müssen wir dann gucken, dass wir da abbremsen. Sind jetzt aber natürlich wieder so weit, dass wir hier schneller machen können. Okay, wir sind natürlich dann doch nicht so 100% richtig unterwegs. Okay.
mal erstmal langsamer. Wo ist er jetzt? Da ist er. Ja. Die Frage, wo wir hinsteuern müssen, dass wir da ins Ziel treffen. Ich glaube, wir machen mal das SAS gerade aus. So, jetzt müssen wir wieder da ins Ziel. Wir sind immer noch so schnell unterwegs von weg. Das ist falsch. Müssen wir noch da steuern. Machen wir das SAS wieder an, die beruhigt sich überhaupt gerade gar nicht. So. So, jetzt wieder darauf zu erstmal. Jetzt wandert er einmal rum. Ist aber auch schon wieder da. Machen wir schneller. Jetzt wieder näher rankommen. Jetzt müssen wir aber dahin korrigieren. Noch ein bisschen mehr. Könnten wir ein bisschen tiefer gehen. So, stopp. Jetzt machen wir Retro. Und dann sollten wir gleich das hinkriegen. Wir können mal ein bisschen schneller machen, damit die Entfernung schneller runterkommt. 300 Meter, 200 Meter. Wir sind ich muss glaube jetzt nach da unten hin, oder? Nee, da oben wäre schon passend, glaube. Mal langsamer hier. So, jetzt sind wir gleich schnell. Und jetzt müssen wir das irgendwie ausbalancieren. So, wir sind schon mal an der richtigen Seite. Da will ich ja auch hin. So, darunter. So, ich glaube, das ist jetzt die Ausrichtung, die ich gerade einmal haben möchte. Thruster machen wir mal ganz wenig.
ein bisschen schneller gerade. Tja. So werde ich noch ein bisschen steuern wollen. Okay. 33 Meter, das mal, geh jetzt hier langsamer wieder. Das ist wichtig, dass du jetzt mir da nicht ins Handwerk pfuscht. So ein ganz klein bisschen nach da steuern. So, das ist schon okay. Nochmal Retro. Geht jetzt nix. Okay. Wir müssen einfach mal im Schrott ein paar Meter schneller fliegen, glaube ich. So. Und jetzt drehen wir die Kiste mal in die richtige Richtung, ne? Ich glaube, so ist gar nicht verkehrt. Warum steuert er jetzt nach da und nicht nach da? Okay. Ich glaube, so ist schon eigentlich gar nicht mehr so übel. Jetzt einmal kurz Schub geben, dass wir da näher kommen. Das ist jetzt gerade schlecht. Wir segeln ein bisschen vorbei. Das heißt, wir müssen gerade Schub nach da bringen, damit das klappt. So.
Gleich geht die Sonne unter, dann sehe ich hier nichts mehr. Dann wird schwierig. Nee. Das klappt jetzt gerade nicht ganz. Okay, das können wir jetzt gerade vergessen. Wir sind nah dran, aber gestaltet sich gerade schwierig. Ja, ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge weiter. Hier sind wir erstmal gerade, ja, da müssen wir wieder korrigieren, müssen wieder irgendwie ganz langsam fliegen, aber das kriegen wir auch noch hin. Vielleicht kriegen wir auch den seitlichen Docking-Port gleich noch hin, das weiß ich nicht, aber machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ja, und wenn ihr eine Info haben wollt, wann das nächste Video kommt, dann macht euch die Glocke an. Alles klar, bis dann. Tschüss.